Ja, hallo und herzlich willkommen wieder zurück nach Valhalla. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Was? Ah, Arr, ah. Das hat sich eher angehört, dass wir so am Dixie-Klo sitzen. Ne? Mann, ich wollte mal mit hochgestochen Ansage machen. Das ist so doof, ey. Ja, herzlich willkommen nach Valhalla. Der Dillermann ist dabei, der Nox, der Onkel Rivano, unser Admin, unser Gott, der Schnur, Servus, und der Herr Geiserlich, grüßt euch. Hallo. Hallöchen, ja. Oh Mann, moin, ihr seid so moin. Doof, ey. Also, Nero soll das sein, also Nero soll da auf so jeden gut. Fall seinen Namen umändern als Mr. Schleim. Definitiv. Ich wollte doch mal hochgestochen anzeigen. Hochgestochen, wie geil ist das denn, ey? Oh Gott, ich heul hier. Heul doch. Heul doch. Herzlich willkommen bei Valhalla. Och, Mann, ey. Oh, scheiße, es wir ist mir warm. Ja trotzdem, wir spielen ja trotzdem immer noch Ark, ne? Also, das ist richtig, Valhalla. Ark! Valhalla! Genau. Alter. Dino, bist du mal bei uns am Sarko? Ja, bin ich. Sehr schön. Ich bring mal ein paar Schildkröten mit. Suppe. Lebendig What? Oder? Ich bring sie lebendig mit, ja. Okay, gut. Und zwar zwei an der Zahl. Ja, aber gut. Ja. Aber bloß keine Dilo Level 80 in den Neo vom Noxy bringen. Oh, böse Ecke. Das ist sein Kryptonit. Mindestens. Das brennt sich ein. Wie eine Wunde. Haben wir gedacht, erstmal auf den ersten, ne? Ja, also irgendwie. Ja, das, was Alter, ist denn Unordnung was macht hier? Ihr denn hier? Was ist denn Unordnung? Ich weiß gar nicht, wo das alles reinkommt. Hier vorne ist Stein und Dings. Richtig. Und Metall hier vorne. Immer ich tue aber Lagen auch noch. Dann. Ich tue aber auch Flint mit rein. Dann hier an der nächsten. Ja, da ja, ist Setch. Also, wo ist denn. Da tue ich Holz mit rein bei Setch, ne? Ja, das ist da, wo Platz ist. So, dann haben wir hier also, Bären. Da kommen wir nicht ran, weil hier irgendjemand rumsteht. Entschuldigung. Oh. Voll die Kehle. Wie er davon geflogen ist, komm, kriegst du hier rein. So, hört dir zu. So, ja, wunderschön. Mann, fall doch um, du hässliches Vieh, ey. Ey. Muss mir dann mal ein bisschen Hype Ach, geben. Die sind geboostet. Deine Oma ist geboostet. Was brauchst du denn jetzt noch ganz dringend zum Bauen? Soll ich Holz. Noch was Holz, also Holz. Nee, Holz. Was brauchst du denn? Holz? Also Holz. Holz. Beschäftigt mal ganz kurz. Ja. Es geht genau da weiter, wo es mit Travers aufgehört hat. Boah, nicht durcheinander. Was? Jetzt du, Rivano. Komm mal zu mir gelaufen, bitte. Nein. Triple Leben noch. Das konnte nichts anderes. Ich konnte nicht anders. Ich hab den rausgeschmissen. Schmeiß mal deine kaputte raus. Lauf! Oh, das war knapp. Das ist. Hä? Okay. Hast du. Komm, lass uns mal 2 Meter laufen hier. Du scheiße die nicht. Ja. Komm, schmeiß her. Was? Komm. Einfach nur Inventar reinziehen. O. Und rausschmeißen. Mit O schmeiß raus. Schmeiß raus. Meins leckt. War der hier so? Du leckst auch? Was macht Gott, ihr denn? Was macht ihr denn mal? Ein Lecken, hörst du doch. Na, meine Zwille ist kaputt. Ja, was macht ihr denn? Ja, meine Zwille ist kaputt. Hm? Okay, ja. Ne, weißt du Bescheid? Das waren die Aussagen. Oh, dass sie tamen einen Sarko und sind gerade. Naja, sie versuchen gerade 2 Schildkröten zu töten. Die geboostet Fleisch. Sind. Da war die doch, geboostet sind, ja? Oh, da war doch gerade. Warum ist denn jetzt eigentlich Yannick gestorben? Yannick ist gestorben? Ja, stand gerade dort, oder? Kann das sein? Bei mir nicht, glaube ich. Nero, wie war's denn? Wir sind hier weglocken. Jo, bitte was? Ich nehm den ein. Naja, dass man halt. Jetzt weiß ich, warum du nichts gesagt hast, weil ja Mücke killen schon ganz schön peinlich ist. Ja. Okay. Ich hol mehr Holz ran. Sehr gut. Dass man die vom Sarko weglocken und dann so weit einen Bogen rennen, dass die das Interesse von. Die müssen voneinander geboostet weg sein, dann geht's. Dann sind sie nicht so. Ja, gut, mach mal so. Du hast die Petra, ich hab den Horst. Ich sage euch was, liebe Leute, im Mittelalter hätten die Leute sich gefreut über so eine geile Hütte, wie wir haben, ey. Ich freue mich schon, wenn wir so im Level so weit sind oder zumindest so ausgerüstet sind, dass wir hier ein bisschen auf Reisen gehen können. Da freue ich mich schon drauf. Oh, ja. Da gibt es wirklich
geile Orte, also richtig hübsche Orte. Oh ja, Holz. Die fliegende Insel zum Beispiel. Ja, dann müssen wir ja erstmal Fliegevieh sammeln. Da oben gibt's auch eine übelst geile Stelle. Aka Asteroid. Oh ja. Genau, der Asteroid. Er hat sich wieder selbst ins Knie geschossen. Das ist das beste Vorteil an Rivano, den brauchst du nicht verarschen, der macht das ganz alleine. sehr gut. Also meiner Stone. Meiner auch gerade. Was? Ist noch Lagerfeuer im. Ist noch Fleisch im Lagerfeuer? ja, eben war da noch was da. Es gibt ja noch Lagerfeuer im Fleisch, ja. Oh, meine 12 fast schon wieder kaputt. Dahin? Ja, dann reparieren gleich. Boah, ich weiß noch, wie wir am Anfang rumgerannt sind und alle Bären gefressen haben und dann ständig uns gewundert haben, warum wir einschlafen. Weißt du es noch, Rivano? Oh Gott. Wahnsinn. Ja. Wir haben uns ja nie informiert, wir haben einfach gefressen. Was oh Gott, wenn du es nicht wisst. Er lag da immer rum und ich denke, das denk, hab ich am Anfang auch immer gedacht, dass das irgendwie dazugehört, dass man einschläft. Ich hab mir gedacht, so in der Nacht, oh, jetzt schlafe ich gleich wieder ein. Das ist halt bei dir zu Hause nicht so, wenn du Mittag isst, dass du danach auf einmal einschläfst, sofort so. Rivano, dir ist so passiert, hab auch nicht die große Klappe. Ja klar, ich sehe und ich denke, was ist denn jetzt? Na, alles so lila. Also ich würde behaupten, jeder, der das spielt, spielt, ohne sich zu informieren, der hat es getan und ist eingeschlafen, mit Sicherheit. Natürlich. Obwohl ja eigentlich schon die Namen Narko-Bären, ne? Das sagt ja eigentlich schon, hallo? Aber nicht als Englisch grübelt wie ich zum Beispiel, das ist sehr schwer gewesen. Naja, Narkose. Ist eigentlich eher Latein anstatt Englisch. Ja, trotzdem. Latein jetzt, ist jetzt eine tote Sprache. Jetzt haut er einen raus. Jan, was sagst du? Latein ist eine tote Sprache. Ja, mach dir mal einen Gedanken, warum. Weil sie gestorben ist. Richtig. Genau. Sie war zu alt. Ist eingeschlafen. Hat Narkosebeere gegessen. Bin gleich wieder da. Ich hol mir gerade mal einen Hopfen-Smoothie. Alles klar. Und eine Narkobeere. Ein arkischer Tequila, ein Hopfen-Smoothie mit einer Narkobeere. Okay, braucht ihr noch irgendwas? Ich habe jetzt gerade eine übelste Holz ist doch Haufen drin, Junge. Ja, echt? Wir brauchen mehr. Ja. Ja. Ist okay. Ihr habt zwei Persönlichkeiten, das ist okay. Hör auf ihn zu beladen, Was? Ich hab doch alles gesagt! Halt. ich wollte eigentlich sagen, dass ich am Schwanz eines Sarkos unser Schlafsacken gemacht hab. Boah, ihr was? Nervo. Hängt der aus der Buchse raus, ey? Der Sack. Oh, das wollte ich mir auch gerade. Da baut er einen kleinen Schlafsack hin beim Schwanz. Mm. Kann ich dir auch machen. Da, wo man sich heimisch fühlt. Genau, und dann immer schön mit dem Bauch auf dem Fußboden schlafen, ne? Ja. Wenn's doch warm ist. Ich muss mir auch machen, will ja skillen. Ich muss das skillen. Gott bewahre. Braucht ihr denn noch Setch? Fragezeichen. Immer. Immer. Okay. Immer. Okay, dann hol ich mal ein bisschen Setch an der Rand hier. Ich muss gerade kurz gucken, ab wann gibt's eigentlich die großen Schränke? Die gab's auch demnächst. Große Schränke? 12 etwa. Ne, 15. Na gut, noch 2 Level, ne? Bei mir zumindest. Na, 12 dauert ja nochmal lang. Ich sammle Setch, weil ich das kann. 12 ist trotzdem nur ein Bruchteil von 42, von daher klappt das. Ja, na klar. 12, genau. Da kommst du. Solange es nur Drolf ist oder Drolf Sukowski, ist alles in Ordnung. Der Flugsaurier hat mich gerade geschubst, die Sau. Kennst du die Zahl Drolf nicht? Die ist zwischen der 1 und der 100. Multipliziert mal 42, ja. Hat er nie in der Schule gelernt. Kennt ihr Drolf nicht? Aber Drolf durch 12 ist auch 42. Und Zwonf. Ja, jetzt wird's aber ein bisschen. Also jetzt wird es ein bisschen sehr, also professionell, also das darf man jetzt nicht weiter ausweiten. Nee, also der Patti hat uns das mal komplett vorgelesen, was die 12 und 12 Algorithmik ist und das war schon hochinteressant, das kann er gerne mal wieder tun. Boah, Alter, das war ein 3 Seiten langer Eintrag bei Wikipedia, bisschen narrisch. Wikipedia?
Ja, nennen wir es mal überleg so. Überleg noch immer. Ich bin immer noch der Meinung, das war Wikipedia. Alter, das ist, das, wenn ich euch zuhöre, das ist wie eine Narkobäre essen, ey. Mit F, ja. Ja, geht uns genauso mit dir, Ivano. F, mit F. Deine Zuschauer müssen es ja wissen. Warum sage ich jetzt eigentlich mit... Ich hab das, warum sage ich eigentlich mit F? Ich hab das jetzt nicht so ganz... Warte mal, hat irgendjemand was gefragt? Nee, ich hab keine mit Ahnung, F? Onkel. Ja, ich hab gerade mit F gesagt. Keine Ahnung. Wer hast du gerade in der Parallelwelt geschrieben? Ach so, mit F, ja, wegen Wikipedia mit F geschrieben, das wollte ich sagen. Passt. Dodo? Bist du Dodo? Hier kommt kein Setsch rein. Wer ist denn hier der Trottel, der schon wieder Setsch in die Steine reinhaut? Ich bin's nicht, weil ich... Vor allem in die Steine. In die Steine. In die Steine? Wir haben indonesische Steine hier. Wie geht's unserem Sarko? Was? Ja. Ja, ich hab da nochmal 400 Sets reingeklüppelt hier. Jetzt können wir erst bei unser Haus sieht da schon echt geil aus. Wo ist der Fahrstuhl? Alter, dauert noch ein paar Jahre. Der Fahrstuhl ist im Keller. Damit du gut drankommst. Da, wo das Bier gelagert ist. Oder Met im Mittelalter. Met. Naja, Met gab's, mal. Mittelalter gab's aber auch schon Bier. Echt? Ja, was sagst du? Fast ein Drittel schon. So noch vier Stück und danach von den Ceilings oder den Boden. Wer steht denn hier ständig neben mir rum? Er will kuscheln und dich berühren. Das ist ein Schatten. Das ist Revano, ist ein Schatten. Oh, nee, kann ja gar kleinen nicht Drecksäcke, ihr habt mir einfach das Fieber geklaut. Fiber, bitte. Fiber. Oh. Die Weiber. Fiber. 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 Ich weiß nicht, was ich bauen soll vor lauter Scheiße. Gar nichts. Wieso bauen? Schaff erst mal. Du erstmal. Ja, du tust jetzt schon wieder irgendwelche Engramme freischalten, da kann man dann später dann drüber reden, weißt du, wenn die anderen da nicht können und wir können. Und dann gekauft wie so ein Walross. Okay, dann warte ich jetzt. Ich hab nämlich auch schon wieder sinnlose Dinge gekauft. Ein Pinsel kann ich herstellen, ich bin so gut. Wow. Einmal wie Onkel sein. Ein Pinsel herstellen. Raus! Kann ich hier das Boot anmalen eigentlich? Manchmal muss man echt mal Rivano einfach die Fresse zuschnüren, weil er einfach nicht überlegt, was er erzählt. Echt. Zunähen, einfach nur zunähen. Wieso? Weil einfach mein Privatleben damit nichts zu tun hat. Das habe ich doch schon 50 Millionen Mal gesagt. Wenn du das auch noch jetzt bist du selber schuld. Jeder weiß jetzt auch, dass du einen Pinsel herstellst. Jetzt weiß er es auch vorher nicht. Alter. Das ist ein Vollidiot. Hast du es bald? Aber ich hab's gar nicht gelernt, weil ich nämlich keine Punkte dafür habe. Doch, 3. Aber, was habe ich denn gerade hergestellt? Ach, Alter. Hier, Mortar-Scheiß da. Aber das können wir doch gebrauchen, oder? Mortar? Für Nackobären und so herstellen? Ja, das ist gut. Ja. Das ist gut. Alter. Was hast du jetzt hier hingeschmissen? Wieder aufgehoben. Ach, vielleicht wolltest du ja, warte mal. Was sind das? Oh, ja. Ja, ein Meinungsverstärker. Ja, wo ist Rivano? Wo ist Rivano? Ich bin hier, warum? Was brauchst du denn? Komm her, ich will dir mal was zeigen. Zeig. Oh, er hat den Knöppel! Ah! Knöppel raus im Knöppelhaus! Alter! Komm! Was willst du denn machen? Komm, damit kann ich dich schön in Narkose prügeln, du kleiner Drecksack. Komm her! Komm, das hast du verdient, komm! Da, Ivo Piranhas, wo sind du, wenn man es immer braucht? Geh weg! Jetzt! Leute, ihr müsst euch merken, wenn hinter einer euch mit einem Knüppel in der Hand hinter euch herrennt, ne, dann kann nichts Gutes bedeuten. Komm ran! Geh weg! Im Mittelalter waren wir alle friedlich. Komm hier über die Steine ab heute. Oh. Nix wie weg hier! Da steht der Onkel. Ein Stern, der über seinen Namen steht. Oh, Alter! Hoch am Himmelszelt, was? Ruhe. Jetzt kann er nochmal rennen. Jetzt kann er nochmal rennen. Yeah. Ah, geh weg, du dreckiges Stück. Ich hau mich heute mit der Spitzhacke. Geh weg, ich will nicht sterben, sonst spawn ich doch wieder in Verraffenland. Boah, ihr seid so Nutten, Alter. Ja, geil ist nichts gegen irgendwelche Nutten. Nichts gegen irgendwelche Nutten. Nutten. Ein Nuden. Warte, ich helf den. Ach, der hat schon nicht. Heißt das hier nur die Rechten? Ich brauch die Linken auch noch.
Ich bin, schon lange, ich bin schon lange wieder am Sammeln, der rennt immer noch weg. Ich hab so Angst gehabt vom Onkel, ja, dass ich jetzt erstmal ordentlich einen fallen gelassen habe. Oh. Bin leichter jetzt, jetzt kann ich schneller rennen. Oh, mich überkommt gleich ein roter Durchfall, Alter. Das ist ja übel. Du hast so viele Salzstangen zu fressen. Ich hab mich gerade mal umgeguckt, ist echt geil hier die Map. Freut euch schon, wenn ihr Level 35 habt, könnt ihr per Terra dann Sattel machen. Da geht's ab. Uhu. Ja stimmt, da können wir auch mal ein Rennen machen. Okay. Ja, warum denn nicht? Ja, liebe Leute, jetzt habt ihr gerade auf, wenn ihr das Video schaut bei mir, seht ihr, wie ich wegrenne, vor dem Knüppel gejagt werde. Ja, achso. Du nimmst doch gar nicht auf. Doch gar nicht alles verdient. Alles verdient. Ja, aber wenn ich das Video hochlade vom Onkel, dann sieht er doch, wie ich... Du lädst mein Video hoch! Nein, du lädst mein Video! Du lädst es hoch bei mir. Ihr seid echt schon manchmal so ein bisschen kernbehindert, das muss man schon sagen. Aber nur ein bisschen. Nur ja, ein bisschen. Das ist manchmal. Das ist ganz normal. Wir sind halt im Mittelalter. Da war das mit der Schule noch nicht so. Okay. Komm genau, damals. Die Hunger Games. Okay, Yannick, was machst du denn so Feines? Ich gehe gerade mit Onkel wahrscheinlich auf das Feomia los, oder? Alter, ihr seid ja... Die Liste wird hinterher. Ja, ich brauch Hedge. Quatsch. Nee, was brauche ich? Fiber. Hide. Ja. Dynamo? Ja? Ich pack den Schlafsack mal ins Gebäude rein hier, ne? Ja. Yannick, ich guck grad mal nach dem Bier. Bier ist gut. Ach so. Auf unserem Server. Another one server to dust. Oh mein Gott. Hier mit, bitte. Danke. Ja. Also die Dilo. Also nein. Die Hälfte haben wir schon. Kein Dilo. Gut. Und wir versuchen diesen Flug zu machen. Halt kriegt man am besten mit Axt, ne? Ja. Jetzt hab ich die Steine weggeschmissen. In der Kiste hab ich ja meine Steine reingeschmissen. Ja. Oh fuck! Alter! Welcher Flugsaurier? Kleine noch hinter dir! Den werden wir nicht kriegen. Tut! Was ist denn? Boah, Leute, guckt das mal an hier. Der Onkel hat sich geopfert. Onkel, super, dass du gestorben bist. ich hab sie. Wenn's nicht beruhigt. Was hast du? Meine Sachen? Achso. Guck mal da oben auf die Insel, Alter. Diese Fliegeninsel. Total geil, ey. Hast du jetzt erst gesehen? So, nein, aber. Ich wette mit dir, wir sind wieder wo ganz anders. Ja, natürlich. Aber jetzt passt es gerade, das sieht richtig episch aus gerade. Oh, komm, töte mich. Episch. Wahnsinn. Episch. Mit Janik, kannst du mal meine Sachen bitte mitbringen, geht das? Ja, ich bin dran. Hallo, oh, Onkel. Er ist Onkel. Dran. Er nimmt sich, was er Gutes gebrauchen kann. Wie schaut's mit Hide aus, Leute? Wie viel habt ihr denn? Gar nichts. 19. Ich brauchte gerade Zeit, weil ich wollte mir mal ein paar Klamotten ballen, aber jetzt brauche ich wieder mehr, weil jetzt muss ich schon die anderen Klamotten. Ich bin wieder am Haus, Lüde. Das ist cool. Das ist Wahnsinn, Nox, wie schnell hier die Sachen kaputt gehen. Das ist aber normal. Das ist halt noch das Steinzeug. Info, wir sind jetzt bei 18 Minuten, ne? Ja. Danke für die Info. Ich würde sagen, wir machen 20 voll, ne? Und dann. Das Übliche. Hast du deine Stoppuhr laufen? Dass du genau auf die Millisekunde Bescheid sagen kannst. Aber selbstverständlich. Ah, mein Gott, das ist ja ausgezeichnet. Ich hab deinen Kram dabei. Ich bin schon im Haus, ne? Wisst ihr, hab ich gesagt. Kann man jetzt eigentlich schon mittlerweile angeln hier? Das wäre echt cool, wenn die so die Angeloption einfügen würden. Das wird mir auch noch gefallen, bin ich auch ehrlich. Ja, ne? Angeln, ne? Haben wir mal bei Elder Scrolls gemacht, geangelt. Mit irgendwelchen Kadaverkörperstücken als Köder. Da hinten kommen meine Sachen. Juhu. Das ist so. Ja, der Geise Peter. Nee, aber so Angeloption, das wäre echt. Kleiner Fisch kommt da. Wäre echt nice. Alter, ja, wie schön. Musst du aber erst einen Angelschein machen, Neo. Hab ich. Scheiße. Muss ich einen machen. Onkel, was wolltest du sagen? Ich hab aber schon mal keinen. Schwarzer? Wie schnell er da aus dem Inventar gerade rausgeräumt hat, Wahnsinn. Alter, ich werd gegriffen, Hilfe! Endlich! Er wird gegriffen. Ja, angegriffen. Endlich! Rivano wird auch mal wieder genommen. Ich konnte es nicht aussprechen. Ich war geschockt. Aber hast du das Hide haust du jetzt wieder rein, oder was? Das Hide hat sich noch dabei. Ich hau gerade auf den Tico. Was?
Ich Lass komme. Mich den betäuben. Ich komme. Okay, dann höre ich auf zu schlagen. Ach, da sei doch. Ich sehe gerade wieder geißerig, wie immer ein mit? Wahnsinniger draufklatscht hier. Ist er tot? Nee, nee, er lebt betäubt. Noch. Ich stopfe Fleisch rein, dann ist er, haben wir gleich noch einen zweiten Türsteher. Ja, aber das würde ich sagen. Machen wir es für die nächste Folge. Richtig. Also dann. Wer war dran? Ach ja, der wollte ja wieder einen hohen Abgang machen, ne? Nein, ich mache normalen Abgang. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass ihr wieder einschaltet bei der nächsten Folge. Und wie gesagt, ihr seid alle verlinkt unten in der Videobeschreibung. Schaut gerne mal bei den anderen rein. In diesem Sinne, euch noch einen schönen Tag. Ciao. Tschüss. Tschüss.